Ein vollständiger Beacon, zusammengesetzt nur aus Netherite-Blöcken. Bedeutet 164 Netherite-Blöcke, 5904 Ancient Debris und eine Menge Arbeit. Das absolut Kranke an dieser Sache ist, ist es möglich, so viel Ancient Debris in einer Session, ohne zu schlafen, ranzuholen. Diese Aufgabe haben wir uns 9 Leute gestellt und es in einem XXL-24-Stunden-Stream versucht. Werden wir unser Ziel erreichen? Das erfahrt ihr in diesem Video. Lasst unbedingt für dieses absolut besondere Event einen Like da, abonniert diesen Kanal, damit wir bald die 1,4 Millionen Abonnenten knacken können und schreibt in die Kommentare, ob ihr mehr von solchen extremen, sehr besonderen und sehr anstrengenden Sachen sehen wollt. Viel Spaß mit dem Video. Wir starten eine mehr oder weniger eine der legendärsten Aktionen, die es jemals in der deutschsprachigen Minecraft-Szene gab. Wir werden versuchen, einen Full Netherite Beacon, aka 5904 Ancient Debris Blöcke, innerhalb von einer Session zu farmen. Ihr wisst alle, worauf wir uns eingelassen haben. Es wird komplett crazy. Um euch nur mal ganz kurz zu erklären, was wir alles noch für zusätzliche Features jetzt hier so haben. Wenn ihr einmal alle /stats eingibt, dann werdet ihr sehen, dass dort unsere wunderbaren 9 Köpfe präsentiert sind. Und wenn ihr einmal über die Köpfe rüber hovert, seht ihr, wer wie viel Ancient Debris gesammelt hat. Das ist momentan noch bei jedem 0. Also das ist einerseits nochmal sehr interessant, glaube ich, in der Übersicht zu sehen. Viel mehr gibt es nicht. Das ist ansonsten alles ein kompletter Vanilla-Server. Wir werden Difficulty am Anfang auf Hard stellen, weil wir das zum Zombifizieren brauchen. Sterben ist ansonsten erlaubt. Das ist vollkommen in Ordnung. Wenn jemand stirbt, dann ist jetzt hier nicht das Projekt beendet. Aber wir werden heute versuchen, das hinzubekommen, dass einfach ein Full Netherite Beacon, sprich 164 Netherite Blöcke, einen Beacon powern, dass das irgendwo in dieser Welt hier steht. Ihr wisst soweit ein bisschen Bescheid, was die Taktik ist. Wir werden für den Anfang unser Team aus 9 Leuten in Zweier, also in 2 Teams splitten. Einmal ein Team Villager und einmal ein Team End. Es wird eine Dreierfraktion versuchen, Minecraft durchzuspielen, um erstmal, sage ich, Schalke ranzuholen, Sachen zum Brauen aus dem Nether und die anderen 6, die sozusagen mit den Villagern interagieren werden, wir werden sofort mit Fletcher viele Emeralds ranholen, wir werden Eisen, wir werden Kohle holen, damit wir Toolsmiths hochtraden können, damit wir einen guten Spitzhackentrade bekommen, denn mit der Diamantspitzhacke eines Toolsmiths, die wir dann für einen Emerald kaufen werden, wird das heute passieren, dass wir sehr, sehr viel Ancient Debris abbauen und sehr viel Netherrack. Aber dass wir erstmal an dem Punkt ankommen können, würde ich sagen, starten wir den Timer, der wird hochgehen auf 24 Stunden ab jetzt. Und ich würde sagen, wenn ihr bereit seid, dann lasst uns loslegen mit dem Full Netherrack Beacon! Sollen wir uns direkt aufteilen gleich in die 2 Teams? Ja, erst ein Dorf, würde ich sagen, oder? Ich würde sagen, lass erstmal zusammen alle ein Dorf suchen und in diesem Dorf ist dann sozusagen unser Treffpunkt. Sobald wir das Dorf haben, sofort anfangen eigentlich die Villager miteinander zu breeden. Ey, wisst ihr, was das Schlimmste ist, was passieren kann? Jemand hat extrem viel Ancient Debris und wir fallen ins Lava oder so. Oh, das kann mir passieren. Das verbrennt nicht. Das ist ja nicht. Er hat auswendig gelernt, bis jemand warte, sagt. For real? Ancient Debris kann ich verbrennen. Ja. Oh mein Gott, das ist gut. Das aber ist jetzt das Ding ist, wenn es in Lava liegt, versuchst du es mal rauszubekommen. Ja, true that. Deswegen werden wir auch unter anderem uns Fire Resistance. Also ich würde sagen, das wäre schon ganz praktisch, Fire Resistance auf jeden Fall zusätzlich nochmal zu holen. Meint ihr, wir kriegen das hin? Also ist das machbar? Ja, wir kriegen das hin. Ich habe ein Dorf. Und wir nehmen immer Papier mit. Papier mitnehmen wo? Und Zuckerraum mitnehmen, oder? Okay. Wofür? Für verzaubern? Einmal die Precision bitte, Basti. Aber für Raketen, für die Elytra, Leute. Ja, oh, true. Ich würde sagen, lass uns erstmal alle Villager direkt mal in einem kleinen Raum erstmal trappen, dass wir die so schnell wie möglich auch vermehren können, oder? Ja. Ein Villager-Hotel. Schön hier unten, das ist gut. Ja, es geht nicht ums Schön, sondern es geht ums Effizienz. Nee, das ist ja schön. Ich liebe das, wenn du, weißt du, diese Villager-Hotels. Ja, voll. Das ist geil. Macht ihr eine Eisenfarm gleich? Stege-Heiko machen. Ja, es nimmt jetzt langsam seinen Lauf, Leute. Also ich kann auch nicht so richtig glauben, dass es jetzt gerade losgeht. Dass es jetzt einfach gerade, dass wir einfach jetzt gerade dabei sind. Basti, du kannst mir nicht meinen Job wegnehmen. Das ist mein Job hier. Du kannst, wenn du willst, du kannst Knochenblöcke farmen im Nether. Für Knochenmehl. Aber ist es nicht erstmal, wenn du das machst? Ja. Nee, also for real, weil, also... 1-0, er hat dich. Ich höre, was du sagst und ich verstehe deinen Punkt. Ja? Ich fühle voll, so, klingt super sinnvoll, aber kannst du das nicht einfach selber machen, du scheiß Idiot? Ja, aber also ich hab einen Punkt. Kannst du ungefähr sagen, wie viele Rods und wie viele Magma-Cubes wir mitnehmen sollen? Mach mal Magma-Cubes vielleicht, also Magma-Cubes echt ein paar. Nimm mal vielleicht echt 10 bis 15 oder so mit, wenn du das hinbekommst. Okay. Und Blaze-Rods mach mal auf Nummer sicher echt 20 oder so. 20, 25. So, die erste Stunde ist bald vorbei. Wir sind mitten in der Vorbereitung noch, aber es ist entscheidend, wie es dann gleich läuft, wenn wir die Spitzhacken haben. Oh, hier ist ein Zombie, brauchen wir einen? Du kannst ein Boot setzen vielleicht. Ja, hab ich gemacht. Perfekt.
Ich habe 2 Stacks Eisen jetzt und ein bisschen Gold, Kohle und so. Sehr gut. Boah, Junge, die Baumfarm läuft ja richtig krass. Fabo, willst du kurz helfen? Alter, heilige Neune. Scheiße. Langsam geht die dumm hier. Holy shit, wir haben so viel Holz auf einmal. What the fuck? Alter, das ist Holz. Mann, ja, aber holy shit, wie viel. Vor allem einfach farmen. Du musst einfach manuell abbauen. Wir können doch einfach aufhören abzubauen. Die läuft nicht über oder so. Ja, I know. Aber ich meine, wir wollen ja Effizienz sein. Wir brauchen ja, vor allem, wenn du sagst, wie krass die ist, sagst du eigentlich ja nur, wie viel du halt einfach abbaust. Also, dass du einfach gerade voll... Gerade war so, ich musste so 2 Minuten warten, bis ein Baum wächst. Auf einmal sind so 8 Bäume gewachsen. Ach so, ja. Schön, Lisa. Auch mal einen fürs Team einstecken. Noch nie seid ihr so oft gestorben. Also auf, nee. Nur heute, wenn wir irgendwelche Battles oder so gegeneinander zocken, auf einmal alle werden so überkrass und machen alles und so. Aber wie schön, auf einmal alle sterben. Boah, ich brauche unbedingt gleich mal was zu essen, Alter. Ja, die erste Stunde ist ja auch erledigt. Alter, Köln ist so ein fucking Scheißort. Das Essen dauert 60 Minuten wegen Karneval, Junge. Boah, ey, Mann. Leute, ich muss hier zocken, Mann. Ich hab ne Challenge am Start. Bro, verdammte Scheiße. Ich versuche Netherite Beacon zu farmen, Junge. Jo. Jo. Hier, Pilze. Alko, ich mache hier 6x6 Bäume, by the way, gerade, ne? Oh, okay. Aber was du kannst haben? Schon abbauen. Hier. Alter, die Farm geht so dumm. Danke dir. Die gehen über crazy. Einfach Team Ends ist einfach fertig, er lockt sich aus. Alter. Crazy. What a time to be alive. Oh, hier ist Zombie, Basti. Team End. Okay, jetzt. Es kommt der erste Toolsmith. Der erste Zombifizierte. Die erste Diaspitzhacke. Alter, ich hab FI3 Unbreaking Dauer auf der Axt bekommen. Verrückt. Mindblowing. Der Villager, der kostet bei mir mittlerweile 21 Emeralds sogar, ne? Der Zombifizierte, warum ist der so teuer? Hat ihn jemand etwa geschlagen? Nee. Wird er nicht auch teurer, wenn du viele Trades machst? Ja, probably, ne? Aber er kann halt teurer werden wieder, oder? Also ja, aber das habe ich in noch keinem Facts-Video gesehen. Dann wird er auf jeden Fall wieder günstiger, ne? Ja, wenn du jetzt einen Tag wartest oder so. Ja, weil dann wird es auf jeden Fall, also wenn das halt immer so passiert, dann wird es auf jeden Fall schwierig mit Schalkerweise die Kisten voll machen, ne? Also dann, ja, dann brauchen wir auf jeden Fall, auch voll enchantete einfach FE5 Mending Spitzhacken haben. Isa das erste. Isa. Let's go! Also meinetwegen, es können sich auch Leute jetzt noch weitere FE2 Unbreaking 2 hier nehmen. Isa, in welche Richtung meinst du eigentlich? Wir müssen uns echt noch festlegen, wer in welche Richtung meint. Oh. Oder bist du einfach kreuz und quer? In alle. Ja. Dann lass aber trotzdem jetzt ab jetzt sagen, dass wir in jede Richtung 2 Leute schicken, außer in eine Richtung halt dann 3. Und dass wir uns halt nicht überschneiden. Ansonsten, wir müssen nämlich auch in verschiedene Richtungen gehen. Das ist wichtig. Okay, ich gehe East. Ich gehe Osten mit Ida. Heiko geht Westen. Kann auch Westen später. Veto, Heiko, Westen. Hugo wichtiger in den Norden. Dann gehen Fabo, Kevin und ich in den Süden. Jeder kann sich seine Richtung merken. Ich hätte jetzt 2 OP ready. Soll ich dann schon gehen? Ja, mach das dann. Na, wirklich, dann geh mein Jungs. Moin. Moin, Basti. Was los? Wenn ihr wollt, könnt ihr schon langsam anfangen mit Ancient Debris Farm. Boah, let's go! Finally, Digga! Wie viele Spitzhacken sollen wir uns im Roundabout mitnehmen? Ich hab 5 mitgenommen. Ja, okay, hätte ich jetzt auch ich so. Ich hab Roundabout. Nur noch 2. Oh, hast du dich so krass schon verballert? Ja, deswegen. Ich glaube, das Ding, der Play wird sein, Kevin. Wir müssen die Taktik ein bisschen abchangen. Kannst du hier unten Mending holen. Dann kombinierst du dir einfach 2 Unbreaking 2, Effizienz 2. Packst du mal Mending mit drauf. Und dann spielst du mit der und dann musst du halt immer wieder Quarz abbauen. Yo! Ich wurde fündig. Schön. Geht's wohl ein bisschen voran. Ich fang nicht mehr. Warum kannst du nicht mehr? Ich halte nicht mehr auf. Du hältst es jetzt nicht mehr aus, abzubauen. Du weißt, wie lange wir noch farmen, oder? TikTok Aufmerksamkeitsspanne, kick rein. Scheiße, ja, kann ich nicht lesen. Du hast ein Ancient Debris gefarmt. Ja, aber das. Hugo, ist es dein Ernst? Ich mach ja weiter, aber ich wollte mich nur ein bisschen beklagen eben. Warte, du meinst es nicht ernst, oder? Doch, ich mein's ernst. Aber das ist, glaube ich, nur so eine Phase. Was? Halt's Maul. Bro, wir sind bei 3 Stunden. Dann hört wie so bei ihr Eltern, die zu den Kindern sagen, das ist nur eine Phase, die geht weg. Digga, nur, dass er fucking kein Kind mehr ist. Ja, ich konzentriere mich jetzt erstmal noch drauf. Ich versuche jetzt trotzdem nochmal nebenbei diese Kiste hier voll zu machen, immer wieder für die Gruppe. Dann werde ich bestimmt wenig Ancient Debris haben. Aber... Naja, es wird schon irgendwie gut gehen. Gut, dann kommt Basti jetzt auch. Jawohl! Das Nervigste sind echt Lava-Szenen, ne? Das ist so nervig. Manchmal so mit Potion durchgeht, aber das können wir natürlich die ganze Zeit machen.
Alright. Dann beginnt jetzt mehr oder weniger der richtige Fun-Part. Also, ich fange jetzt auch an. 3,5 Stunden. Geht jetzt los mit meinem ersten Ancient Debris. Zur kleinen Erklärung mal, was jetzt gerade so die letzten 3,5 Stunden auch passiert sind. Wir haben jetzt halt Villager-Action groß gemacht, viel getradet. Ich hatte eigentlich den Plan, viel mehr Spitzhacken ranzuholen über Trading und dann einfach komplett auf Mending zu verzichten. Der Plan ist leider nicht ganz aufgegangen, weil die Toolsmiths leider nicht so viel gegeben haben, wie ich mir das vorgestellt habe. Vom Zeitmanagement hat es eigentlich ganz gut gepasst, in erster Linie. Ist echt ein bisschen Pain, in eine Richtung zu gehen und dann ist da halt wirklich echt Lava, ne? Warte, was? Ja, moin, habe ich auch noch nie gehabt. Ich habe eine Festung gefunden. Per Graben auf Höhe 15? Ja. Okay, so. Urlaub tat gut, oder was, sagst du? Nee, Mann, gar nicht. Basti! Ich lasse da. Oh mein Gott, 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 GG. Nein. Nein, du stirbst nicht. Nein! Ist nicht alles weg, oder? Also alles ist weg, außer Netherite. Ich will mal eine Stunde am Stück jetzt meinen. Ich bin bei 27 runtergegangen, ne? 27 runtergegangen und ich habe jetzt sozusagen in 9 Minuten 10 Stück. Also die Quote, wenn ich die halten kann, wenn es nicht passieren wird, dann bin ich halt doppelt so schnell wie erwartet. So, wenn ich mal kurz zusammenrechne, was wir bis jetzt gefarmt haben alle, ne? Soll ich jetzt schon Snacks essen? Oh. Seid mal ehrlich, aber gerade meine... Also ich würde sagen, es läuft bei mir schon lucky, aber eigentlich auch echt gut. Ich denke mir so ein bisschen, wenn ich jetzt halt gut vorlege, dann kann ich auch ruhig mal eine Stunde weniger Glück haben, weil dann gleicht sich das halt wieder aus. Aber wir haben ja gesagt 27, ich habe jetzt in einer halben Stunde halt 28. Das ist halt, also ich habe immer noch die 1-1-Quote. Also ich bin auf jeden Fall jetzt schon mal in meinem Erwartungshorizont der ersten Stunde. Also ich habe gesagt, wenn ich pro Stunde einen halben Stack mache, das ist halt wirklich gut. Dann haben wir jetzt halt nach 40 Minuten schon einen halben Stack. Wie seid ihr zufrieden mit der Ausbeute? Boah, Alter, die erste Stunde lief gar nicht so gut, oder bei mir. Ich habe jetzt 13 halt. Ja, so also Pi mal. Jetzt bin ich langsam bei einer Stunde. Mhm. In 10 Minuten bin ich bei der Stunde. Oh, ich habe eins gefunden, nice. 2, okay, let's go. Und ich habe jetzt, wie viel? 15 dann. Ich habe 26. Ja, also ich habe irgendwie am Anfang ein bisschen gesackt, kein Plan. Aber ich war am Anfang auch, muss man echt sagen, war Fabo auch dabei. Bisschen unlucky, Digga. Ja, das. Bei uns war die ganze Zeit Lava und so. Ich glaube, man muss halt, genauso wie man mal eine Lucky-Stunde hat, hat man auch eine Lucky-Stunde. Ich glaube, hab noch eins. Die Langzeitstudie bringt die Erfolge. Ja, wenn man jetzt zurück beim Dorf, ich hab noch eins. Das war jetzt wieder bei Emerald. Also, man sofort wieder Emeralds hat. Oh, nein! Essen, sprinten, Feuer Riesi. Nein! Aber du hast die Koordinatenmod noch reingemacht. Ja, Glück. Oh mein Gott. -2. Oh mein Gott, das ist so pain jetzt. Okay, Leute. Erste Stunde ist mehr oder weniger rum. Wir haben 40. 40 Ancient Debris aus der ersten Stunde. Ich denke, würde sich sehen lassen. Also sagen wir mal mit Heiko nochmal, dann haben wir halt 300 Stück. Das ist viel. Ist doch noch nicht ein Zehntel, oder? Von wie viel? Von 5.900. Hugo, so am Loslassen. Digga, du Scheiße. Hä, das war 12.000? Hugo, wir sind doch auch noch lange nicht am Farmen, Bro. Natürlich, ich bin die ganze Zeit am Farmen. Digga, du, wir wollen hier bis 24 Stunden halt farmen. Also 5% für eine Stunde ist richtig gut. Und wir haben auch unterdurchschnittliche Ergebnisse teilweise gehabt. Ist echt strong, oder? Also ich finde schon, manche sagen nein. Aber... Wer hat das gesagt? Warte. Digga. Wir haben hier so ein trojanisches Pferd so ein bisschen. Hä? Ich hätte gedacht. Wir haben ein trojanisches Pferd. Nein, lass mich ganz kurz aussprechen. Das Pferd weiß nicht mal, was das ist überhaupt. Das Ding ist. Ihr redet von mir. Hey, wir haben gerade mit Fabo drüber gesprochen. Meint ihr, einer wird aufgeben? Wenn ja, Lacher. Lass uns darauf festlegen, dass man nicht aufgeben darf. Heute? Boah. Ja, heute. Was passiert, wenn man aufgibt? Heute! Wenn man aufgibt, muss man 50 Subs an alle anderen giften. Nein! Boah. Nee, du willst einfach aufgeben. Da bist du am Ende krank. Nein, und noch arm. Nur Geldscheiß. Was mit dir? Nein, weil ich nicht aufgebe, weil ich ein Macher bin. Basti meinte gerade, Hugo, dass du die Person bist, die vielleicht aufgeben könnte. Das ist eine Phase. Ja, okay. Okay, wir sind, also aktuell ist es ein normaler Stream, wir sind seit 7 Stunden oder also seit 5 Stunden sind wir am Start. Ja, ja. Gut, du könntest jetzt noch easy 20 Liegestütz machen, oder? Ja. Mach. Sogar 50. Okay. Macher. Ja, Bro, der macht die jetzt, dann ist er gleich müde. Was hat der gemacht? Digga, 4, Digga, boah. Nee, sagt der die ganze Zeit 10? Nein! Was war das ein Ding? Ich habe nur 7 verstanden, das haben die aber von Deutschland geklaut. Das haben die ich dachte, von Deutschland soll 5 machen. Geklaut. Hey, ich dachte, er soll 5 machen. Bruder, wie viel macht der gerade? Komm, bist du der Boss? Digga, boah. Dann mach mehr! Dann mach mehr! 20!
Hugo, wenn du Minecraft liebst, machst du doch mal 20. Sonst hast du Minecraft nie geliebt. Willenskraft, Hugo. Jetzt musst du noch Willenskraft machen. Nein, Digga, ich muss meine Kräfte schon. Petrit macht gerade 100. Okay, Handstand. So, Freunde der Stunde, ich habe meinen ersten Stack Ancient Debris zusammen. Hey, 5 Stunden. Yeah. Pogchamp. Wir finden auch 2. Ich auch nicht. Hätte Stegi nicht geklaut. Aber wir sind eigentlich, wir sind echt aber gut dabei, ne? Also, ich weiß nicht, was bei Team wichtiger und Papa Platte los ist, aber... Ey, Bro, das also ich ist sag mal so, Krise hier, ne? Ich hab sehr viel Gold gefarmt, okay? Ja, okay, dann... Ja, bei mir war Katastrophe einfach. Ja, aber du farmst zum allerersten Mal auch Angel. Da muss man dich auch ein bisschen in den Welpenschutz nehmen. Mir ist das passiert, was mich ein bisschen, wovor ich ein bisschen Angst hatte, und zwar, dass ich gerade auf so einem Trend bin, dass die Spitzhacke eher kaputt geht, als ich sie repariere, weißt du? Und dann rennst du jetzt immer so diesem Quarz hinterher, das nervt richtig. Ja, ich spiel mit 2 und pack immer, wenn die eine knapp wird, wenn sie so, ne, ein bisschen okay, dunkel. Das könnte ich aber auch noch machen. Aber guck mal, wenn man gleich jetzt den zweiten Stack hat und man hat einfach so 20%, dann irgendwann halt einfach schon ein Viertel. Gerade bei 17,07%. Ich finde, sei mal ehrlich, Heiko, das ist ein Klacks. Das ist echt viel. Ich bewege mich jetzt, by the way, ich bewege mich jetzt gerade Richtung 0-0 wieder zurück. Wie gesagt, ich bin ja jetzt auf dem Rückweg, ich kümmere mich dann um die Elytra und dann fliege ich ein bisschen Bastion ab und dann gucken wir mal, was geht. Hugo, was machst du denn da für Aktionen ohne Raketen? Also ich muss euch ehrlich sagen, ich habe ein gutes Gefühl immer noch. Also es kann aber auch nur ein gutes Gefühl bleiben, wenn wir halt alle, wenn es bei allen halt weiterhin gut funktioniert. Also guck mal, bei Heiko läuft gerade richtig krass. Guck mal, wenn Heiko sagt, er hat ein Viertel und die Zeit ist ja bald ein Viertel. Ja, ich auch übrigens, wollte ich nur mal ganz kurz anmelden. Hast du auch echt genau ein Viertel schon? 8 Stück fehlen. Ab wann hat man ein Viertel? 2,5 Stacks. 2,5. Mann, ich habe zu viele so Trockenperioden, glaube ich. Hab ich aber auch. Check's aber nicht. Aber weißt du, änderst du dann komplett etwas so? Oder was machst du? Nein, ich zieh dann einfach durch. Ich baue auch durch Basalt Delta und so. Das muss man durch. Das kann ich nicht mehr. Mit den zwei Minenarbeitern, wo der eine der aufhört und der andere... Boah, das habe ich auf meinem Rücken tätowiert. Prediction nach 7,5 Stunden, meint ihr, ihr packt es? Ja, es ist machbar. Ich rechne gerade schon sowieso nicht mehr so sehr mit 24 Stunden. Also für mich ist es ernsthaft realistisch, also 30 Stunden auf jeden Fall. 24 Stunden wird sehr hart, weil jeder muss das hinbekommen und solche Sachen wie mit Hugo und so, das wirft halt krass zurück und so. Ich muss jetzt gucken, wie viel ich jetzt über Bastion holen kann. Ich will jetzt nicht den Übertreiber machen, wenn ein Netherite Ingot 4 Ancient Debris sind. Ich kann mir vorstellen, mit jetzt gleich einer Menge Raketen und so guten Stuff, ich kann mir vorstellen, dass ich halt stackweise Ancient Debris in einer Stunde holen kann. Seid ihr müde? Nein. Jetzt mal auf Ernst. Also das ist doch jetzt gerade noch echt also eine Uhrzeit. Wir müssen jetzt nicht so tun, als ob 1 Uhr 21. 1 Uhr 20, dann lieg ich schon im Bett und mach Big Chilling. Big Chilling. Ja, for real, irgendwie bin ich heute echt auch müde ein bisschen. Also jetzt nicht müde, aber meine Augen, weil ich habe das jetzt... Ja, das kommt aber, das kommt wirklich vom Netherrack. Hat der Arzt gesagt. Das kommt vom Netherrack. Nein, aber man, wenn man ja wirklich die ganze Zeit das selber anguckt. Nee, ich zeig dir. Hugo, Schwangerschaft, los! Einfach Pokémon mit so Attacke. Ja, wie Hugo, Schwangerschaft. Wir haben das eigentlich echt trainiert. Baby! Mann, Schwangerschaft! Baby! Wir haben das damals geübt. Das ist so krank. Heiko, ich mag dich. Ich dich auch, Hugo. Immer ein Krüger. Entschuldigung. Digga. Oder was ist denn jetzt los? Digga, 2000. Was ist denn in den letzten 5 Minuten passiert, dass auf einmal die Stimmung aber so kippt? ASDF-Movie, Alter, ich fasse es nicht. Okay, komm, noch 3000 Blöcke, dann sind wir wieder zu Hause. Und dann machen wir, by the way, Elytra-Time. Ich glaube, es ist eine gute Zeit dann auch. Ich bin ja trotzdem noch voll gut dabei. Fast 3 Stacks Ancient Debris, voll in Ordnung. Also in dem Pace müssen wir halt dranbleiben. Ich glaube, da müssen wir halt eh momentan noch andere Sachen ausgleichen. Ich finde, es geht immer noch voll klar. Also mir jetzt, so vorzustellen, ich habe jetzt 3 Stacks gefarmt und 10 Stacks muss ich machen. Für mich im Kopf so, ja, geht voll klar. Ich bin gespannt jetzt im Vergleich zu Bastionen, wenn ich jetzt irgendwann mal vielleicht Bastionen fliege, den Vergleich zu sehen. Been a long time. Alright, da wird aufgefüllt. Das sieht doch schon mal sehr, sehr gut aus. Yo, Bro, was geht? Na, was geht bei dir?
Ja, Psychose. Ich finde irgendwie nicht so crazy viel Ancient Debris. Oder das heißt, ich will den Namen vergessen. Ja, Ancient Debris. Ist ein bisschen Struggle manchmal, aber ich gebe mein Bestes. Ich habe am Anfang halt die erste halbe Stunde übel reingeschissen und war dann halt 20, wie nennt man das halt, Ingots oder whatever, hinter allen anderen. Mhm. Und ab da ging aber eigentlich. Ich bin die ganze Zeit 20 Ingots, seit Anfang der ersten halben Stunde hinter Isa. Also geht eigentlich, I guess. Nö, es ist voll also, gut. Ist nicht crazy grauen. Ist voll okay. Ja, ich gebe mein Bestes. Wie ist so von Müdigkeitslevel? So, man kann das gerade nicht so richtig vergleichen mit so anderen 24ern, finde ich, weil man halt sehr krass dasselbe die ganze Zeit macht, ne? Und man... Ja, das stimmt schon. Also, wenn man halt so einen 24-Stunden-Stream normal macht, dann ist es ja eigentlich immer so, dass man irgendwie alle 4-5 Stunden irgendwas anderes macht und dann ist man immer so resettet im Kopf, weißt du? Ja. So, man zockt mal was Neues und so. Das hat man jetzt halt gerade nicht, aber ich sag mal, wir machen das Beste draus, Digga. Ja, genau. Also ich kann dir ansonsten einen Zwischenstand geben. In Total sind wir bei über 20%. Was schon mal, also, gut ist. Mann, Digga, das ist so traurig. Ich find's eher traurig, Digga. Oh, geil. Nee, wir fahren ja jetzt nicht seit 8 Stunden, ne? Also wir fahren halt seit 5 Stunden. Seit 5, ja. Hast recht, Digga, macht's übelst viel besser. Naja, 20%, ne, hochrechnen, das mal 5, dann haben wir 100 und heißt in 25 Stunden. Also das geht schon irgendwo klar. So, Leute, wie sieht's bei euch aus? Kracht oder kracht's nicht? Es läuft sehr gut. Ich starte jetzt gleich mit Bastion ein bisschen durch. Ja, dann habe ich ein bisschen Gold und guck mal, wie viel Ancient Debris, wie viel Netherite ich darüber so bekomme. Und dann, aber Müdigkeit würde ich aktuell 1 aus 10 sagen. 1 aus 10? Ja. Ja, bei mir auch. Also, um welche Strukturen geht es? Bastionen. In allererster Linie sind Treasure-Bastionen und Bridge-Bastionen die besten. Halt, das sind direkt halt 4, ne, das sind halt 4 Ingots direkt. 4 Ancient Debris. Gut, also haben wir sozusagen aus einer Bastion halt 5 Ancient Debris gefunden. Ne, wenn ihr das jetzt mal so umrechnet. Und jetzt ist halt die Frage, okay, ja, mit dem Aufwand vom Farm und so, für die Raketen, ist das jetzt am Ende schneller? Ist das langsamer? Kann man sich halt errechnen. Aber wenn es halt in der Frequenz so weitergeht, dann ist natürlich, ja, dann ist natürlich krass. Das Ding ist halt hier nur dran. Hier muss man sich halt echt krass konzentrieren, wenn man das halt spielt. Okay, das sind wieder 4... Ancient Debris umgerechnet. Also das ist schon echt gut. Wir sind schon über eine halbe Stunde jetzt hier drin, ne? 35 Minuten. Wir sind jetzt bei 12, 17. Also das ist voll okay. 17 Ancient Debris in einer halben Stunde und dazu halt 2 Stacks Goldblöcke. Das ist okay. Da kannst du auch so. Oh, warum lachst du so? Aber Basti, wir sorgen dafür, dass er schon mal nicht einschläft. Das ist schon mal ja. Gut, ne? Ich wollte ganz kurz sagen, ich habe 40 Minuten jetzt Bastion only geschillt. Das Problem ist, die Chunks laden leider sehr, sehr langsam, weil ich also zu schnell travel. Ancient Debris ist ungefähr gleich, aber Gold kriege ich halt echt sehr viel, sehr schnell ran. Also ich glaube, über Gold müssen wir uns da keine Sorgen machen. Ich glaube, ich würde jetzt auch wieder zurück zu normalen Caven gehen und um Gold kümmern wir uns dann einfach später noch mehr. Ich habe jetzt halt nochmal 3 Stacks Blöcke geholt, dann haben wir jetzt, glaube ich, so roundabout 5 Stacks und wir brauchen 10. 5 Stacks Blöcke kriegen wir halt easy noch später auch hin, I guess, oder? Und zur Not können wir jetzt ja echt ein bisschen Gold mitnehmen hier unten. Also, weißt du, im schlimmsten Fall. Wir sind jetzt, by the way, bei 26% aktuell. Da steigt halt die Motivation, Leute, oder? Ja, es ist echt nicht schlecht. Nee, jetzt mal ernsthaft, wenn du sagst, dass 26% nicht motiviert, dann hast du keine Ahnung von Mathematik. Von Minecraft. ja, ist decent, I guess. Nee, wir sind bei über, wir sind bei über einem Viertel nach 6 Stunden, also nach Viertelzeit bei Viertel Ertrag. Das ist echt... Also wir sind seit 7 Stunden im Nether. Das heißt, wir müssen noch weitere 21 Stunden ab jetzt machen. Das heißt, es wäre bis morgen 1 Uhr nachts, beziehungsweise halt übermorgen technisch gesehen. Können wir vielleicht unten so Erdblocks also, machen? Fällt das auf? Geht so jetzt, also hält sich jetzt gegrenzt die Motivation. Oh, wir kennen. Sag ich ehrlich, also. Willst du nicht bis 1 Uhr morgens machen? Ich würde, also ich freue mich auf den 48 Stunden. Ach, witziger, er hat es gesagt. Ja, an komm, die Community. Dann machen wir das, Digga. Und dann schön ohne Schlafen zum Corona-Test für die OP, dann am Dienstag, Digga, perfekt. Da dann einfach auch nochmal durchspielen. Und dann schön einfach auf nüchternen Magen nicht geschlafen, dann schön die OP rein. Da die ja, aber ist jetzt. Aber du hast auch eine coole Geschichte, die du erzählen kannst immer. Ist ja jetzt auch voll abhängig davon, wie schnell wir jetzt einfach farmen. Also meinst du, wir farmen jetzt die nächsten 21 Stunden schneller als die ersten 7? Ja. Ja, warum? Text, du darfst nicht so, sagen. So, oh fuck, gefickt. So, für den restlichen Stream musst du dein Maul halten. Und den weiß hier niemand. Perfekt. Kevin, ich hab's deinen Namen gesagt. Oh, Digga, Hugo, danke. Ehrenmann, voila. Okay, danke, Mann. Nein, aber das ist ja mehr oder weniger eine legendäre Aktion, die wir hier eigentlich gerade zusammen gemeinsam erleben. Ja, eher weniger. Seit wann bist du jetzt so auf dem Anti-Film? Nein, das ist schon cool. Aber
aber seit du das erste Mal erwähnt hast, dass wir bei 20% sind, oder bin ich Loki gebrochen? Was hast du erwartet? Was hast du gedacht, was ich dann sage, dass wir bei 70% sind oder was? Nee, du hättest einfach nichts sagen sollen. Ich wusste, dass wir nicht so gut im Pacing sind. Hä, hey, aber du hast doch noch zu dem Zeitpunkt gar nicht viel gefarmt. Oder was für zu dem Zeitpunkt? Das war vor 2 Stunden. Du hattest halt gefragt, oder? Nee, glaub nicht. Oh, 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 danke, danke. Ein Moment. Gibt es eigentlich so eine Bestrafung, wenn wir es nicht schaffen? Glaubst du? Naja, an sich einfach nur, dass ich sehr enttäuscht bin. Also, was heißt sehr enttäuscht? Oh. Alter, okay! Oh, Doc, chill, dann mach ich lieber die Glatze, Mann. Nee, ich sag so, ich würde darüber jetzt noch gar nicht so viel reden. Digga, was ist das? Digga, du bist doch live, ne? Ich hab die Rasierer gerade rausgeholt. Ihr müsst jetzt noch nicht loslegen, wir können es noch schaffen at this point. Wichtiger. Es ist by the way mittlerweile 5 Uhr morgens. Die Stimmung, gedrückt. Ich glaube, da muss man alle wecken. Hugo, Schwangerschaft! Schwangerschaft! Ah! Baby, Baby, Baby! Ich bin wach! Okay, alles gut! Meinte, wir haben inzwischen die 33% geknackt. Safe. Ich hab keinen einzigen Messerlight gefunden. Ich hab 10, oh, cool, nee, 18. Nee, du lädst ja die ganze deine scheiß Drecksaugen auf. So, jetzt hab ich's gesagt. Alter, wieso ist der so sauer, Alter? Sauer, Digga. Hä? Digga. Der Arme. Wahrscheinlich die ganze Zeit der Farbe ist, er ist richtig sauer. Oh, ich seh mein Gesicht. Du lädst ja die ganze Zeit deine scheiß Drecksaugen auf. Okay, ich rechne. 34%. Yo! Alter, let's go! Yeah. Boom! Okay. Wir sind bei über 2000 mittlerweile. Oh, warte mal, Leute, schreiben, Isa schläft. Isa! Oh, Isa! Isa! Hey, Isa! Hey, schwanger oder so! Hey, Isa! Johnny Depp, Johnny Depp! Kim Kardashian ist langweilig! Oh nein, wir haben sie verloren. Digga, wir haben sie komplett verloren. Oh no! Hugo hat aber auch alles gegeben gerade. Hugo war mit 100% dabei gerade. Digga, holy shit, Digga. Das war so, als hätte man so bei Yu-Gi-Oh! So ein Monster beschwört, Digga. Fallenkarte umgedeckt. Für aufgedeckt, ja, ja, so. Ja, ja, am Ende noch. Hab doch was. Was? Ja, Isa, ja, also, du hast ja auch kein Licht an. Mit der Decke, da würde ich ja auch einpennen. Wie sieht Kevin aus um 5 Uhr? Um 6 Uhr? Arsch. Ja, Einfach so wie immer. Wie motiviert du da vorne gelehnt so bist. Digga, Isa, du bist seit nice. 12, du bist seit 12 Stunden online, das ist normal Stream. Ja, aber 5 Uhr, 6 Uhr. Normale Uhrzeit. Ich hatte Kopfschmerzen heute Tag. Ja, aber es ist uns doch egal. Oha! Junge, ja. Isa hat so schwere Augen, das ist unfassbar. Da wird so gekämpft gerade. Nein, schläft die Frau schon wieder. Nein! Ich bin doch bei der Farm. Hugo, Isa, ist ja alles an. Junge, Hugo, bei dir ist es so hell. Ja, ich hab echt weit gemacht. Hugo White Mode. Guck mal, wie hell. Selbst die Nachbarn-Deck ist doch nicht drauf. Wirklich. Ich steh so eine Stunde früher auf, Digga. Und die Decken, die müssen zur Arbeit, Hugo, Digga. Hugo, Sonnenbrand, Digga. Was ist das? Digga, Hugo. Die Jacke sieht aus, als wenn du gleich zur Arbeit losgehst. Als ob du gerade. Checkt mal bitte. Vergleicht mal bitte Hugo's Stream mit Vetos Stream. Geht mal bitte in NQR-Manns Stream. Was ist das? Wie sieht Hugo aus? Veto! NQR-Mann! Mit Frau. Oh mein Gott! Wie sieht. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich verreck, ist nein, so weit. Nein, das passiert, ist so weit. Digga. Hast du Koordinaten? Oh mein Gott. 6:38, Fahrer Platter tot. Jetzt fängt der Bruch an. 1381, 8448. Ja. Digga, das sind 3000 Blöcke von mir. Digga, das ist echt weit. Das ist auch sehr weit von mir. Meine Spitze. Ja, aber wenn da nichts geladen ist, ey, dann Digga, passt, und mein Bett wurde zerstört. Ich bin am fucking Spawn. Bro, was? Digga, ich... Oh mein Gott. Ey, das Sachen müsste aber echt geholt werden. Ich bin 17.000 Blöcke weg. Ich hol den. Was mein Play jetzt bei einem 24er immer ist, ich gehe auf jeden Fall so um 9 oder um 10 gehe ich einmal duschen. Das tut mir immer richtig gut. Nee, ich glaube, meine ich nicht.
Wie angewidert du das gesagt hast. Die allgemein nicht duschen gehen einfach. Also, meinst du, wir können vielleicht in der nächsten Stunde die 50% hitten? Ich denke, dass wir vor 9 Uhr auf jeden Fall die 50 haben. Ja, let's go, Alter. Ran da. Und alles, was in der zweiten Hälfte dann sozusagen passiert, ich finde, das ist nochmal ein krasser Motivierer. Ja, Digga, 60%, 70%, Digga, 70%. 70% wenn wir da sind, ist vorbei, Digga. 70 so geil, klingt ehrlich krank. Das kann ich halt wirklich nicht. Es ist 8 Uhr, Coffee Break, bis gleich. Coffee Break. Digga, es ist Punkt 8. Coffee Shop, Digga. Digga, Eiko hat das gerade angekündigt, als wären wir in so einem Büro alle zusammen. Es ist 8 Uhr, Coffee Break. Hey, dann kommt doch mit eben. Was ist das Problem? Das war Punkt 8. Ey, Leute, es ist Punkt 8. Ich muss jetzt meinen Knopf ausholen. Coffee Break. Ich glaube, ich sollte jetzt echt mal ein bisschen zurückfliegen. Was sagt ihr? Mal zurückfliegen, neue Fire Resistance und vielleicht auf dem Rückweg die ein oder andere Bastion mitnehmen. Kommt jetzt ein offizieller Netherite-Vergleich, wer wie viel abgebaut hat? Wieso sagst du das gerade so random Hype? Weiß ich nicht, weil ich sonst ein Netherrack, oder? Okay. Naja. Wie habt ihr? Ich habe, glaube ich, auch nicht viel. Ich habe 160.000. Ich habe 136.000. 144.000. 164. 193. Boah, das ist krass! 210. Heiko? Boah! 170. Wie viel, Heiko? 210. Boah, Maschine. Hast du hast du viel verloren, Basti? Ich hatte jetzt Ender Chest. Oh mein Gott, gebrochen. Ja, du warst sehr weit weg. Oder kann da jemand von uns hin? Ja, also wahrscheinlich 30.000 Blöcke. Das wird nicht holbar sein. Boah. Das ist nicht so wichtig. Ich habe mein gesamtes Engineering, was ich gefarmt habe, noch gerade in den Inner Chest gemacht. Ja, Leute, es geht jetzt einfach wirklich darum, einfach jetzt weiter farmen und jetzt halt nicht weiter aufgeben. Was ich jetzt miese gemacht habe, ich glaube, ich habe jetzt, weiß nicht, 10 Ancient Debris verloren, was ich jetzt da noch in der Kiste sitze. Oder vielleicht 5 sogar nur. Die Elytra, ein bisschen Raketen. Und jetzt halt einmal die Spitzhacke, die ich jetzt nochmal neu mache. Das ist jetzt nicht weiter schlimm. Ich gehe jetzt auch wieder farmen. Das hat mich so genervt, jetzt wieder zu setupen und alles. Also jetzt mal ernsthaft, wir sind jetzt abgezogen. Also wir haben wirklich gut aufgeholt. Ab drei Stunden haben wir angefangen, Ancient Debris zu farmen. Heißt, wir haben 12 Stunden gefarmt und wir sind jetzt bei der Hälfte. Das ist ehrlich voll drin. Digga, 50% ist echt strong. Digga, Ansage. Hälfte ist motiviert, finde ich. Ja, und jetzt überleg mal, 12 Stunden im 3 Stunden jetzt drüber. Ihr wisst ganz genau, was das bedeutet. Ja, und man muss auch ehrlich sagen, die letzten 2 Stunden waren nicht alle da. Aber muss man fairerweise sagen, aber also, da haben wir vielleicht insgesamt auf 80% Kraft gemacht. Wir haben unsere Startperformance gut eingeholt. Also jetzt auch zum Beispiel du, Kevin, also for real, du bist ja voll bei uns jetzt so mit dabei. Am Anfang hast du halt echt ein bisschen langsamer gemeint und so. Aber ich hab jetzt so meine Strat raus. Ja, voll. Guck mal, ich bin jetzt halt auch gestorben, hat mich jetzt auch zurückgeworfen, hat mich jetzt auch kurz wieder schnell... Oh nein. Nein. Oh Gott. Nee, ich glaube, ich hab's gesaved. Ich hab's gesaved. Und was geht so, Freunde? Gar nichts, Tiefpunkt. Warum? Hä? Was für Tiefpunkt? Die Müdigkeit, sie kommt so und kommt und verschlingt mich. Nein, Hugo, kämpf dagegen an. Also auf Ernst, wir lassen uns jetzt seit dem 3,5 Stacks-Dings, dass wir uns ein bisschen fallen. Wir dürfen jetzt nicht den Mut verlieren. Wir müssen jetzt wieder ein bisschen... Sie haben recht. Motivationssprache. Jetzt müssen wieder geballert werden. Jetzt einfach mal ein bisschen durchziehen. Heiko wird auch gleich gerettet und dann sind wir alle wieder vereint und dann wird, ne? Ey Leute, for real, wir haben ganz viel Power, wenn wir jetzt alle gemeinsam wirklich halt gut, effizient versuchen zu farmen. Wir können echt schnell Prozente machen. Ich farme, aber ich kann halt nicht reden. Okay. Also ich sag euch ehrlich, was halt krass wäre, wenn wir die 24 Stunden dazu stehen haben, wenn wir da bei 80% stehen, das wäre halt krass. Und ich glaube, das wäre machbar. Hä? Mann, es ist nicht mehr sicher, dass wir bei 24 Stunden 80% schaffen. Das hättest du nicht sagen dürfen, Basti. Doch. Also natürlich. Das ist so gut tot. Natürlich ist das, also das ist auf jeden Fall drin. Also es ist sehr wahrscheinlich, dass wir auch 90 oder 100 schaffen. So, wie ist die Stimmung hier? Super! Die Stimmung ist super! So, ich spreche jetzt mal ganz kurz aus. Ich möchte bei 19 Stunden bei 60% sein. Ja, machen wir. Gibt es irgendjemanden, der gerade nicht unter der Erde ist und farmt? Ich. Warum? Ich muss gerade alles resetten. Okay. Ich bin gestorben, ich mache gerade alles neu, weil nichts da ist. Diese Lockere, nochmal von vorne anfangen, mach neue Welt direkt auf, ja. Yeah. Also Stöcke, wir werden es niemals schaffen, Digga. Isa pennt so gemütlich mit ihrer Decke, Digga, die ist aus.
Mann, Alter. Dieser ist ganz andere Welt. Oh Mann, ey. Egal, wir schaffen. Leute, hört zu, wir schaffen alles. Stöcke, Stöcke, ich habe kein Böcke. In 54 Minuten wollen wir bei 60% stehen. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass wir das schaffen, ne? Nein. Habt ihr jetzt mal ernsthaft, habt ihr in der letzten halben Stunde so echt gut gefunden oder eher wenig? Wenig. Ja. Nicht gut. Fast gar nichts. Ich hab das Gefühl, wir verlieren Isa gleich wieder, die ist nicht wieder weg. Ich glaube auch. Die braucht immer so drei Blöcke, ab, dann macht die so 10 Minuten Pause. Ich ruhe mich kurz aus. Ja. Ey, steht ihr eigentlich rum oder macht ihr auch was? Ich stehe rum, warum? Ich lieg also gerade im Bett. Nee, farmt wirklich. Wir sind gerade am Extremfarm, oder? Ja, ich find's echt krass, wie wenig ich finde. Also ich habe keine Ahnung, woran es ja, ich find auch echt wenig. Oh mein Gott, Leute! Lass aufhören. Ich hab 36, ich hab 20 gefunden in der ganzen Zeit, ne? Ich hab 12 in einer Stunde. Mann, Leute, was ist denn mit euch los? 12 in einer Stunde ist echt scary. 12 ist so kacke. 12 ist, was soll ich machen, Mann? Ne? 12 ist ein Drittelblock. Das ist gar nichts. Bro. Ich sterbe. Oh mein Gott. Ja, ey, bitte, das auch noch. Ich will sagen, du verlierst das auf die 12. Dann ist der Drittelblock auch noch weg. Bro. Dann hast du einfach nicht gefahren. Aus. Ich brenne aus. Mann, dann lock doch auf. Nein. Digga, du bist tot. Mann, Scheiße, Bro. Ganz kurz, könnt ihr euch zusammenreißen und bitte nicht sterben und einfach mal stabil farmen? Jetzt wird sich, wichtiger, wird sich jetzt seit anderthalb Stunden wieder re-equippen, um dann halt, um dann um 15 Uhr irgendwann wieder loszulaufen, um dann 12 Ancient Debris in 2 Stunden zu farmen. Und vor allem der Typ, der steht wirklich so lange am Spawn immer rum. Digga, du doch auch, ey, was ist das denn? Nein, nur du. Bro, du standest letzte, ey, du standest 2 Stunden am Spawn, Junge, ich hab dich beobachtet. Sind diese 12 Ancient Debris? Du standest da einfach, ich hab gemacht, aber du standest da einfach. Ja, halt mal die Fresse und fahrt mal jetzt ein bisschen. Hast recht, sorry. Und ratet endlich mal wieder weiter. Leute, findet ihr bitte Ancient, ich bin immer noch ein bisschen sauer, dass hier gerade irgendwie gar nicht gefarmt wird und so, ne? Ich farm. Junge, ich farm doch hier, Basti. Wenn ich wach bin, mein Lieber, farm ich, was das Zeug hält. Ja, aber es geht ja darum, dass wir uns verstanden haben. Ich hab aber nur 150 oder 250 verloren. 192. Oh, ja, das ist zu viel. Das tut mir so leid. Es war mehr als 3-Stacks, ne? Es waren 3-Stacks und 20. Ach du Scheiße. Yeah. Oh, no. Es tut mir so leid, ich hab's ja nicht extra gemacht. Ey, wir wären jetzt so bei 60-65%, wenn Isa nicht wäre. Naja. Ja, wenn ich nicht wäre, wärst du viel weiter unten, ja? Wäre ich nicht heute da, dann wärt ihr zu 7. Heiko hat mittlerweile die 500er Marke geknackt. Heiko Macher! Quasquafter! Quasquafter. Anyway, der nicht heult. Jawohl, Heiko. Okay, ich hab rechne. Ich hab noch eins. Oh, geil, Fabo, wichtig. Leute, wir sind bei 57%. Ja, jawohl, geil, hell. Ich hatte kurz 75, ich hab Zahlensystem nicht verstanden, dann war ich enttäuscht. Aber ey, 57 ist wirklich okay. Das ist echt halbe Miete schon. Ja, naja, wir sind ja nur 19 Stunden drin, wa? So, Leute, jetzt schlägt euch an, in der Stunde gehen 12. Da sind wir ja gleich durch. Guck mal, das ganz krasse ist ja, wisst ihr, was wir eigentlich gerade insgesamt haben? Wir bauen ja die Bükenpyramide und ganz unten haben wir eine 9x9 Fläche aus 81 Blöcken. Ja. Und gerade die haben wir jetzt erst abgeschlossen. Dann machen wir den Rest aus Eisenblöcken oder was? Wir können den ja von innen mit Eisen füllen. Boah, wie können wir den echt hohl machen? Also, ich würde hier einen Abschwung machen. Nee, das ist der Thron? Nee, das ist der Beacon. Das ist seine Aufstellung, die er gleich spielen will. Nein, der Beacon hat 4 Ebenen. Ja, aber niemand danach gefragt, for real, niemand. Ja, ich weiß, aber das ist für mich einfach. Ach so, okay, sorry dann. Kevin, wie ist deine Laune? Dein Müdigkeitsfaktor? Geht. Bockheitsfaktor ist ein bisschen Minimum gerade. Aber sei ehrlich, du hast heute viel gelacht mit uns. Ja, nee, so meine ich das nicht. Ich meine nur, ich sehe gerade durch das Ende. Ja, aber Bro, wir sind bei 60% jetzt.
Also. Nein, Basti, du musst es jetzt auch nicht so verkaufen, als wäre das geil. Das ist arschscheiße, Digga. Wir sind 16 Stunden hier drin. Ja, weil, guck mal, ganz kurz. Wenn allein nur Leute, ich will nicht, wenn jetzt alle wirklich richtig stabil fahren. Ja, sprich's an, wichtiger. 12 fucking Eier. Hey, Bro, das. Nein, aber wenn jetzt einfach jeder, wenn jetzt jeder mal in der Stunde einfach so 40, 50 ballert, dann sind wir hier so schnell fertig. Ja, dann können wir sogar früher heimgehen, oder? Sag, wie es ist. Müssen wir dann keine Hausaufgaben machen zu Hause? Ja. Das Ding ist halt, wenn jeder, dann sitzen wir hier, dann sitzen wir hier noch 4 Stunden und sind fertig. Boom. Ja, dann jetzt Abfahrt. Dann machen wir es halt. Er hat recht. Aber wie geht das? Jetzt hast du nicht überredet, jetzt fahr mich mehr. GG. Oh no. Viel Spaß, Fabo. Oh meine Fresse. Fabo, helfen. Der Kerl ist so überfordert, Mann. Man, es lässt so krass die Konzentration gerade nach bei mir. Das ist insane. Ich merke es wirklich übertrieben crazy. Heiko. Mein Gehirn schaltet nicht mehr. Weißt du, ich meine? Ich check ich. So, das connected bei mir gerade nicht. Heiko, dreh den Turbo auf. Wir brauchen all deine Power. Ja, Mann. Yeah. So, jetzt nochmal den Turbo machen. Die letzten 45 Sekunden. Und dann gibt's die große Zählung wieder. Was, ich bin nicht bereit für die große Zählung, ich sag ehrlich. Wenn es unter 62% ist, bin ich sauer. Gibt's die Zählung schon? Ja, ne? Ja, es wird gezählt. Das sieht nicht gut aus. Es sind ganz genau 62%. Oh mein Gott. Er ist doch gut, oder? Nein. In einer Stunde 5%. Ja, also 62%. Ja, overall ist das echt nicht schlecht. Eben, wir sind bei fast 2/3. Jetzt müssen wir halt wirklich... Also wenn wir jetzt halt bei 24 Stunden haben wir dann nochmal, also haben wir mindestens 20% oben drauf, sind wir bei 83%. Sagen wir mal, wir sind ein bisschen schneller, dann sind wir bei, sagen wir mal, uns fehlen am Ende 15% bei 24 Stunden. Das heißt, also Real Talk, wir sind um 20 Uhr sind wir hier fertig. Ne, Leute, was ist denn, also 20 Uhr finde ich ehrlich noch fit. Was ist, wenn man nicht durchhält? Also jetzt nicht so, also egal, ich halt durch. Ja, weil ich hab schon mal sowas gemacht und dann war ich irgendwie, also mir ging's nicht gut abends. Digga, ich hab Bock, das so nicht schaffen. Nee, wir gucken, also bis 8 bin ich dabei, aber so 10 ist glaube ich dann höchst, wird hart für mich. Wir schauen, wie lange wir es schaffen. Haben wir einen Sunny? Wir brauchen Sunny! Alter, das ist jetzt die entscheidendste Phase. Wir haben uns jetzt die ganze Energie eigentlich aufgehoben, um jetzt erst richtig loszulegen. Und er legt sich schlafen. Ich verstehe aber nicht, wie du jetzt echt so richtig krass müde gerade sein kannst. Also ja, natürlich schon müde. Ich hab Phasen immer, ich hab's doch gesagt. Ich hab Phasen, da bin ich scheiße müde. Oder ich nein, Phasen, du kannst wirklich jetzt gerade nicht müde sein. Na, okay, dann bin ich jetzt hellwach. Ja, richtig. Endlich checkst du's. Ey, wir haben's so weit geschafft, Leute, ne? Wir haben's wirklich ja, richtig weit jetzt schon. Durch hier. Also boah, unsere Motivation-Coach ist wieder da. Alter. Also wir haben es doch wirklich weit geschafft. Also guck mal, wir sind so... Die nächste 10er-Stelle ist die 70. Und dann ist es dann irgendwann nur noch das letzte Viertel. Also das ist ja... Ja, was denn? Ey, Leute, aber wir sind seit knackigen 20 Stunden dabei, das ist nix. Boah, die Kiste ist schon echt voll, Mann. Ne? Wir brauchen wie viel Goldblöcke brauchen wir? Ey Leute, wir sind 10 so Stacks. Weit, wir brauchen für unsere Ancient Debris. Ja, wir haben 10 Stacks. Wir brauchen die zweite geil. Kiste. Das ist echt geil, Mann. Dann brauche ich kein Gold mehr abbauen, weil... Ja. Ich mache eine weitere Kiste. Also mich motiviert das übertrieben einfach, dass wir so nah am Ziel sind. Also dass der Weg... Also es ist halt nicht unrealistisch, dass wir das schaffen. Aber dafür muss halt jeder im Limit wirklich farmen. Ja, es ist halt wirklich überschaubar, aber es... Digga, wenn du halt zweimal hintereinander stirbst, ist halt die Luft. Ja, verstehe ich voll. Aber es ist jetzt aktuell wirklich, also es ist realistisch, also es ist wirklich nicht so, ja, okay, auf Krampf, wenn wir jetzt halt das nochmal so ein bisschen, sondern wir sind wirklich bald auf 70% und dann, wenn wir die 80 haben, ja. Ey, 99 to go noch! Let's go! Wie 99, was meinst du? Dann habe ich meinen Teil erfüllt, dann bin ich weg. Du bleibst halt sowas von schön hier. Du musst hier bleiben, ne? Ja, natürlich. Wir sind bei 65%. Waren wir das nicht vor einer Stunde auch? Wie viel? 65? Ja, wir haben die letzte Stunde. Die letzte Stunde war eine 3%-Runde. Egal, nächstes ist eine 8er. Naja, Real Talk, also die war echt nicht gut. Also die letzte Stunde, das habe ich schon gemerkt, so ein bisschen. Ja, dann lass die bitte jetzt nochmal richtig pushen. Wir müssen mindestens 5%. Also am liebsten ja, halt jetzt... die nächste Stunde, nach 22 Stunden 5% mehr. 70% jetzt, boom. Es gibt keinen ja, zurück. Also das Ding ist jetzt halt bei der Sache, jetzt sind ja auch alle am Farmen. Es waren jetzt gerade halt nicht mal alle am Farmen und so, ne? Einer vorkommen. Nein. Oh mein Gott, ich auch. Doch, zweier sogar, was? Ich hab... Oh es ist ein Dreier, oh mein Gott! Aus dem einen wurden zwei aus dem Dreier, zack, boom. Direkt geil. Wieder Mut ganz oben. Das kannst du auch ins Real Life anwenden. Okay. Das war's. Das musst du mir jetzt erklären, Isa. Nee, damit nice. Los, das macht Papa Basti.
Ich mach gar nichts. Ey, es kracht. Ich weiß gar nicht, wie Basti nicht müde sein kann. Weil ich das Ziel vor Augen habe. Also jetzt ernsthaft, ich find's halt übertrieben krass, dass wir es halt wirklich realistisch schaffen können. Das wird mich halt, das wird mir wirklich viel bedeuten. Und deswegen habe ich mein Ziel vor Augen. Also ich würde sagen, gute Stunde bis jetzt für euch. Ja, ich würde sagen, so Medium. Meine ersten für, zwei. Also wenn es so weiterläuft, dann habe ich nach der Stunde 40 gefahren. Weiß ich, wie crazy das ist. Boah, das ist gut. Nee, weniger. Ich weiß nicht, wie viel ich am Anfang der Stunde hatte. So. Ja, sagen wir so 30. Sagen wir so 30, ja. Wie läuft's bei Fabo und Heiko? Ich finde gar nichts irgendwie. Okay. Sie? Ey, bin jetzt erst wieder gekommen. Ich war gerade trinken holen. Bei mir, ich finde nicht so viel leider gerade. Aber ich gebe mein Bestes. Ich bin, wie gesagt, viel im Abbauen. Aber ja, so richtig viel Glück habe ich nicht. Oh, Dreier vorkommen. Auf geht's, Komma. Alter, Poggers. Die Stunde wird geil. Wir sind safe called. Wir waren davor, wenn wir über 70% sind. Minimum, wir waren davor 65. Ja, dann pushen wir mal, dass wir 71. 72 wäre krass. Und dann in der nächsten Stunde so auf 78. Und dann sind wir, boah. Oh, da kommt ja noch eine nächste, hab ich vergessen. Also, wir hatten davor 65. Wenn wir sagen, also alles über 71 ist krass. Ich hab Angst. Nein, er lacht. 68,5. Nein. Egal, weitermachen. Ja. Nein, nicht weitermachen, das war's. Hä, weil jetzt da 2,5% gefehlt haben. Digga, hey, warte, wie viel waren wir vorhin? 65. Und jetzt sind wir 68. Digga. Komplett. Davor müssen wir 5 pro Stunde machen, dann Alter, müssen wir 7 Stunden fahren noch. Motivation ist ja so im Arsch. Jetzt 3 pro Stunde. Oh, nee. Hab ich mich verrechnet? Ey, es muss wirklich jeder muss jetzt den wirklich so hardcore reintryharden. Dann schaffen wir es jetzt easy mit einem Sprung auf 75. Alles geben, alles kommt! Ja. Oh mein Gott, Kevin ist so tot. Der Pet auf der Tastatur, man sieht sein Gesicht, der checkt's nicht. Wichtiger! Nein. Wichtiger! Ja, der hat echt gepennt. Hast du gepennt? Nein! Oh, hast du mit 50% gearbeitet? Wichtiger! Ich arbeite gerade mit 0,9. Lacher, schau dich doch mal an. Ey Leute, das ist doch, wir sind doch überhaupt noch nicht so krass lang dabei. Nein, also for real. 22 Stunden. Es ist doch noch alles möglich. Echt, das ist jetzt Warm-up. For real Warm-up eigentlich. No joke, ich habe vorhin das Licht gesehen, als mein PC Standbild hatte. Ich wusste nicht, was abgeht. Ich dachte, ich bin in der Parallelwelt. Leute. Ich habe auch irgendwie meinen Körper nicht gespürt. Alles ist noch drin. Jetzt hört auf. Na, was ist drin? 14 Stunden ist nicht mehr drin. Naja, wenn wir alle halt mal... So sauer, Hugo, ne? Wenn wir alle halt richtig reingrinden, dann ist das Ziel, dass wir das in einer Session schaffen, immer noch umsetzbar. Aber die Prozente gehen auch nicht hoch, weil es farmen wirklich gerade nur die Hälfte. Basti, ich glaube an uns. Ja, was ist mit Papas Sachen? Das Team zerbricht, Leute. Jetzt nicht toxisch werden. Hallo. Hallo. Hi. Das ganze Team hat das Gefühl, dass du bald aufgibst. I don't know, man. Auf da geht ich was, oder? Aber Bro, also, ich sage euch ehrlich, wenn wir jetzt nächsten 3 Stunden noch 3% reinknallen, dann... Also, wir müssen jetzt, wir müssen Big Runden spielen, Big Runden, von jedem Einzelnen, jeder muss... Ja, Digga, das haben wir jetzt in 2 Runden gesagt und dann kam 3 und dann kam die OMG, jetzt haben wir ja, weil hier aber auch wirklich, weil hier... Jetzt haben wir haben locker 7%, also 7% Minimum und dann kam da die entspannten 3,5% rein. Digga, und da war die Motivation aber vollkommen im Arsch, Digga. Mann, das Ding ist halt, jeder muss jetzt einfach mal richtig hustlen. Es sind so manche Leute, so, ihr macht so 5 Minuten, zieht ihr durch und dann macht ihr 5 Minuten Pause. So kann es halt nichts werden. Ich ja, das ist scheiße, wer macht das denn? Baut 2 Minuten ab oder hängt am Handy. Das bricht zusammen, ich sag's euch. Von mir habt ihr zuerst gehört, das Team bricht zusammen. Mann, das Ding ist halt, die 3% müssen wir erstmal schaffen, aber wir machen das. Wenn jetzt unter 3% kommen, ultimativer Bruch. Ultimativ raus. Ich schwör, ich ja, und dann liegt's aber auch an irgendwelchen anderen Sachen. So stille ja, Mäuse wie Veto, aber. Die nichts mehr machen oder so. Digga, ja. Veto, ich schwör, das spielt okay, meins. Okay, pass auf. Das ist so unfair gerade. Nein. Alter, Junge, ich hab die ganze Zeit durchgehasselt. Du bist der Beste. 4 Meter von deinem Mikrofon entfernt, weg. Sorry. Nein, Veto und Lava. Nein.
Nein. Das hat nur, weil Hugo ihn so sauer gemacht hat. Ey, bitte nicht. Alles aber jetzt nicht. Bitte nicht Veto und Lava. Das wäre so lustig. Der verliert jetzt seine 5-6, die er im Inventar hat. Aber auch noch von ey, no joke, Achtung jetzt, Achtung. Dann quitt ich, dann bin ich raus. Ich schwöre, Gott, bei der 5-6 ist verliert. Ich schwöre, ich lieb on Gott, Alter. Mann, wir müssen ihn retten. Nein, ich kann das nicht. Bro. Digga, wir haben Minusprozente. Wir machen Minusprozente, Digga. Ey, no joke. Oh, oh mein Gott, so no way. Wir können way. Das noch schaffen. Das ist so dumm. Nein, ja, was, die können wir nicht, das los. Pushen. Was für ein Das Team zerbricht, Hugo, es passiert gerade, Hugo. So, aber Freunde, jetzt gute Nachricht, ich habe zwei weitere. Auf geht's. Mara, guck, plus. Ich war nicht auf drei, Kau, ich hab Wäsche reingemacht. Drei, nicht zwei, drei, boom. Auf geht's. Geil, Mann. Was passiert? So. Veto, was passiert? Ja, ey, dann auch einfach nicht. Komm, dann Veto, bitte rede. Ja. Veto, jetzt red, wo sind deine scheiß Sachen, Mann? Oh mein Gott. Veto, raus mit der Sprache, Digga. Veto, du fahrst uns zu dir nach Hause, Digga. Wir sind eine Waffe auf seine Brust. Wir haben schon den scheiß VW-Sprinter gebucht. Ja, okay, das ist. Wo hast du die Ancient Debris hingeworfen? Mann, dort. Alles in der Scheiße. Jetzt alle Mann. Geht da hin! Wie? Irgendwer. Liegt da Ancient Debris, Veto? Ja, 15 Juhu, liegen halt einfach so drum, einer steht direkt daneben und zweieinhalb Stacks in der Schalker. Okay, oh mein Gott. Nein, bitte nicht schon wieder! Nein, aber die Schalker steht ja, die steht. Nein, die Schalker steht ja. Oh mein Gott. Digga, zweieinhalb Alter. Stacks einfach. Der Schalker? Der 3% nimmt sich nochmal. Die da hingestellt, warum steht die da? Hanna, weil ich keine Feierriese habe und damit halt immer Sachen zerbe, wenn ich sterbe. Oh, ich habe eine Dreierquelle bekommen. Also ich Good bin job. Komplett gegenüberliegende Seite von den Chords, ich kann nicht hin. Ja, ich bin auch 3K-Blöcke entfernt, das ist Quatsch. Ja, dann ja ich hab keinen Bock Veto. Eigentlich. Ey Leute, einer muss sein, ich bin 15.000 Blöcke davon weg. Ich geh da hin. Geil, Hugo. Aber weiter pushen jetzt! 600 Hü! Ja! So. 630! Und ich hab einen Dreier! Was? Mach da. Ich hab's dir gefunden. Ich gönn dir, ja. Ey, was ein Baller. Geil, Mann. Ich hab eine gute Stunde. Same. Was heißt das? Nö. Ich find viel. Ihr müsst alle vier finden jetzt. Bei mir kracht's. Kracht schon links bei mir. Okay, hab noch einen. Auf geht's. Kevin, das ist deine Stunde. Schön Lattensau. Oh mein Gott, jetzt läuft's aber hier. Oh! Digga, ein Einser, ein Zweier und ein Dreier. No joke, innerhalb von fucking 5 Sekunden hintereinander alles. Was? Papa Platten! Digga, Alter, LP mit Farbe, Junge. Bro. Okay, also beim letzten Mal habe ich ja schon, da waren wir bei 68,5, ne? Gut, dann rechne ich oh mal. Oh mein Gott, okay, ich habe noch einen. Warte. Warum nicht noch nicht, Basti? Jetzt. Warte. Let's go. Warte. Und jetzt. Naja doch, du kannst. Jetzt kannst du nehmen. Jetzt entscheidet sich wieder, wie die nächste Stunde laufen wird. Was machen wir, wenn es ein Einer ist? Wenn es ein Einer ist, Digga, dann löschen. Ich glaube, ich Bluescreen. Löschen. Oh mein Gott. Oh nein, Basti, Basti, nicht diese Geräusche. Nee, warte, ich muss noch mal die Dings hier abziehen. Ja, kannst du ja nur scheiße sein. Ja, wenn es schon sogar schon Form abzieht, scheiße ist. Okay. 4,1%. So! Ja. Ja. Jawohl! Let's go! Wir sind bei 72, bei 72,6 sind wir. So, und jetzt ran, direkt weiter. Keine Zeit. Wo sind die Hater jetzt? Ja, Mann! Das ist richtig gut. Jetzt das ist richtig, richtig gut. Vorhin haben wir uns richtig drüber aufgeregt über die 3,5, jetzt so 4,1, ultra geil. Aber jetzt muss es am besten sogar noch mehr werden. Wir sind gerade halt Dreier-Schüler, passt doch. Weiter. Habt direkt welche? Direkt ein Doppel? Ey, ganz kurz, wisst ihr, was ich halt nicht so gönne? Den Leuten will ich das irgendwie nicht gönnen, die gesagt haben, ich schaff das niemals innerhalb von einer Session und so, das ist viel zu viel und so. Ich gönne das denen irgendwie nicht, dass wir das jetzt nicht schaffen. Den gönne ich das auch nicht. Weil es ist irgendwie geil. Bro, es gibt jetzt auch kein, es gibt no point of return jetzt. What the fuck, Alter. Als ob wir jetzt aufhören, das ist ja mega dumm. Sag das mal Heiko nach 21 Uhr. Ja, Bruder, was ist mit Heiko? Nee, wir holen keine neuen Leute, das ist Quatsch. Also das ist... Ja, genau, das habe ich auch gerade gesagt. Ich wollte es mit euch abklären, was ihr erst denkt, so. Aber je länger ich drüber nachdenke, desto mehr dumm ist es einfach. No joke, aber was ihr halt meint, ich könnte es denen auch nicht, den Leuten, die sagen, dass wir es nicht schaffen. Ja.
Aber so, wenn wir es nicht schaffen sollten, müssen wir uns einfach ehrlicherweise geschlagen geben. Boom, ist dann so. Ja. You know? Aber ich weiß, dass ihr da überhaupt keinen Bock drauf habt. Aber ich würde es halt mit ein bisschen Zeitabstand irgendwann nochmal probieren. Also ich hätte Bock drauf. Ich glaube, das geht auch safe, wenn man, weil wir so viel mehr Zeit sparen können. Wir wissen so viel besser, wie es dann läuft. Wir sind dann Experten und dann können wir wirklich 24, finde ich, versuchen. Ich habe leider wirklich echt wenig Zeit die nächsten Tage. Die nächsten Tage. Digga, so wie das direkt. Monate, Jahre. Wir planen da schon immer echt weit voraus. Ey, 3 Minuten, pusht euch. Nee, erfahrt überhaupt noch jemand? Ja, ich fahre. Hey, ja, also for real. Also, 24 Stunden. Ich will nicht. 24 Stunden neigen sich jetzt langsam dem Ende. Nochmal ganz kurze Bestandsaufnahme. Wie geht's euch, Leute? Hey, hey. Wunderbar. Mittelmäßig gerade. Gerade ist okay. Ey, voll gut. Aktueller Stand sieht so aus, dass wir ungefähr bei 75% Ancient Debris sind. Wir müssen jetzt gleich mal eine Taktikbesprechung machen, weil wir sind halt jetzt 24 Stunden am Stück hier in der Session. Und wir müssen sehen, was jetzt noch ernsthaft realistisch zu machen ist. Wir sind mittlerweile auch nur noch eine Achtergruppe. Veto war, sagen wir mal, die erste Person, die es rausgehauen hat. Und wir müssen jetzt aber der planen. Schläft ja nur kurz, Basti. Der kommt ja gleich wieder. Veto kommt wieder. Und wir müssen sehen, wie lang das jetzt noch gleich geht. Deswegen rechnen wir gleich mal aus, wie es hier aussieht. Wir sind bei 75,3%. Hey, ist doch gut. Das heißt, wie viel sind es? Wir haben roundabout 3% gemacht. Okay, das ist okay. Die Runde, übel solid. Ja, solid. Nehmen dafür, wir. Dass das halt, das war voll die Chaos-Runde, ne? Aber ja, 2 Sieger für die ist solid, Digga. Okay, also weiter ich kann euch sagen, wie viel wir jetzt, also wir brauchen insgesamt noch 1455 Ancient Debris brauchen. Okay, lass mal von oben runtergehen. Jeder sagt tendenziell eine Zeit, wie lang er denkt, er noch hier ballern, dass er noch ballern kann. Basti? Ja, bis 2 Uhr morgens. Dann lass ich los. Ich kann es dir jetzt nicht sagen, aber vorhin war kurz vor Ende. Also wenn das nochmal so ist, dann... Okay, Isa? Ich will maximal bis 20 Stunden noch streamen. Hugo? Bis Locker. Zum scheiß Ende bin ich hier. Jawohl, guck, der ist so dumm. Egal, wie lange das dauert. Okay, Veto, müssen wir dich fragen. Kevin, was denkst du? Ja, ich bin so wie Basti und Hugo. Also ich würde sagen, ich hätte jetzt so gesagt, so ich sehe uns so, dass wir so kurz nach 0 Uhr alles haben und dann machen wir so auf Chillo, wir bauen noch alles zusammen auf so letzte Energie und dann, also ich bin bis zum Ende dabei einfach. Macher. Ich sag auch, also Macher. Ich finde, ob jetzt 1, 2 oder 3, ich glaube, du bist eh so müde, dass das halt eh alles so egal ist und... Ich bin jetzt über den Punkt rüber, weißt du, wo jetzt machen wir einfach, jetzt machen wir... Digga, jetzt, no joke, das ist genau das, was Basti angesprochen hat. Ja. Jetzt sind wir bei diesen 75%, jetzt müssen genau wir es machen, das Bro. War's, was ich gesagt habe. Jetzt ist der Schalter umgelegt, Digga, jetzt will ich sehen. Jetzt machen wir diesen dummen Beacon fertig, dass ich den mir irgendwie ausdrucken kann und nie wieder nochmal bauen muss. Ich will nicht, dass Basti mich nochmal irgendwann in 2 Wochen fragt, hey, Bro, hast du auch nochmal beim Beacon dabei sein? Und ich muss dann absagen, weißt du, ich meine? Das machen wir nicht. Genau, das ein Stack. Das ist, glaube ich, sehr realistisch. Ja, jetzt komm. Ein Stack ab. Ich mach auch bis zum Schluss. Nein. So. Gruppenzwang. Gruppenzwang. Das ist halt ehrlich, Gruppenzwang, ihr Wichser, ey. Jawoll. Du bist Macher. Kann jetzt jemand Veto noch aus dem Bett heben, Alter? Ja, Mann, jetzt musst du noch beten. Der Einzige, der so, ran jetzt, ran an die Spitzhacke, Freunde. Ran an die Spitzhacke. Ran an die Spitzhacke, go. Ist das geil, Mann. Haben wir einen Enderchest im Dorf? Frage, Zeichen? Ja. Alright, Jungs, dann nicht erschrecken. Ja, war Absicht, keine Sorge, das war mein Reset. Also. Digga, das sieht so geil aus. Und da kommen nochmal 5, 6 Ancient Debris drauf. Achso, ja, die Kiste, ne? Die ist insane, ist die. Boah, ich sag euch ehrlich, die nächste Zielung müsst ihr carryen, Alter. Ich hab dich richtig reingeschissen. Also ich auch. Also ich hab da jetzt echt nicht viel ich dazu. Auch. Ich hab auch noch. Ja, wenn ihr wollt, können wir die skippen. Ja, ich hab 3. Freunde, ich hätte mich jetzt ausklinken müssen. Oh no. Oh, jetzt kommt der Bruch. Shit. Wann kommt April? Ich hab meinen letzten gerade aufgesammelt und ich stell euch die hin, aber ich bin psychisch am Ende. Digga. Oh, nee, no. Wirklich, Alter, hier dreht sich alles. Ich weiß hier gar nicht mehr, was ich mache. 10 Hektar Minuten. Ihr existiert gar nicht mehr irgendwie. Das ist ganz. Warte noch 15 Sekunden.
Noch 10 extra Minuten. Ich warte. Push dich. 10 extra Sekunden gebe ich dir doch, Hugo. Minuten, komm mal. Ey, Heiko, was trotzdem. Großes Dankeschön, dass du das so durchgeballert hast. Ey, wenn er so. Ich drücke euch so die Daumen. Danke dir, Heiko, also, dass du da warst. Fuck! Ja, ist echt weg. Und noch einer weniger. It's okay, guys. You have to believe. Ich rechne mal trotzdem noch, ne? Einfach mal nur damit wir. Ich weiß nicht wie, aber wir stehen bei 77,4%. Oh mein Gott. Das ist voll gut. Aber weißt du, was ich mehr fühlen würde? 97. Ja, 97 würde ich auch haben. Komm, aber wir sind halt wirklich. Kevin, raff dich. Sag mal, absolute Zahl, die wir noch machen müssen und aufgeteilt auf uns. Also durch 7, jeder muss 2,9 Stacks holen. Das, also einfach 3. Ab jetzt. Ja. Ich bin richtig der Teufel auf der Schulter. Ich sag die ganze Zeit, lass los. Ja. Und Basti, nein, das Ziel, schau dir das Ziel an. 192 sind das nur, das passt. Ich halte mich, jetzt nicht, mal ich halte mich jetzt nicht mal in den, in den Richtungskodex. Ich gehe jetzt auch nochmal in eine Richtung, in der ich eigentlich gar nicht zugewiesen bin. Basti, du bist ein verdammter Gangster. Ich mach das auch schon seit Stunden. Was? Seit wann haben wir diesen Kodex festgehalten? Ich dachte, das waren die ersten 10 Minuten oder so. Ich dachte, das wäre ein Gag gewesen am Anfang. Nein, war Gag. Ich hab's immer gemacht. Ich bin 20.000 Blöcke in eine Richtung nur getravelt, damit ich eure Wege nicht kreuze. Oh mein Gott, du wolltest nicht kreuzen. No. Alles klar. Danke, Leute. Dann hat sich das auch geklärt. Also ich habe mich auch an East gehalten, aber irgendwann war ich trotzdem irgendwie, warum auch immer, eine andere Richtung. Also ich habe, sage ich mal, bis so vor so 8 Stunden gemacht, würde ich sagen. Das hört sich dann so komisch an. Irgendwann bin ich gestorben und dachte ich so, jetzt ist mir egal. Ist mir scheißegal, Digga. Wenn mir einer entgegenkommt, dann kommt der Ding. Junge, wie farmt ihr denn, dass ihr immer die Lava immer stehen lasst? Oh, oh. Ja, können wir doch am Ende holen. Oh, ich bin tot. Nein. Oh, oh. Nein. Doch. Nein. Oh mein Gott. Bist du far away? Nö, minus 467. Ich kann's doch selbst holen. Digga, was? Wo kommt der her? Lufthaken, danke dir. Hey, Mann. No way. Meins, der ist safe, also all good. Das kracht komplett, Digga. Ja, jetzt ist vorbei, Digga. Jetzt ist vorbei, Leute. Okay, hast du alles verloren. Mhm. Du meinst, du hast jetzt auch keinen Bock, Kevin, weil du jetzt nochmal komplett Stuff neu machen musst. Also, weil mal, Isa muss komplett neue Spitzhacken machen. Kevin, ich meine nicht nur jetzt aus Bockgründen, es ist mehr aus, werden wir es schaffen, ohne dass wir verrecken an Müdigkeit gründen. Einfach mal so überschlagen. Ja, ich fühle, es kommt langsam also, es kommt leider wirklich der Punkt jetzt rein, weil das wird dann... Ich will wirklich nicht den jetzt machen, ne? Ja, ich verstehe. Ich will jetzt nicht sagen, hey Leute, lass uns jetzt alles hier hinschmeißen. Ich will jetzt nicht der schwache Glied im Ding sein, der jetzt hier das Mindset komplett fickt. Checkt ihr? Aber... Ja, ich so komplett... Wir haben ja Bruder, alle... Wir werden in vier Stunden... Wir schon so. Bro, Isa und ich werden 10-mal noch sterben, 100%ig, Alter. Also ich auf jeden Fall. So, weil ich werde auf jeden Fall richtig unkonzentriert. Ja, ist ja auch. Also da Alter, da ich habe in einer Stunde gerade 2 Ancient Debris gefarmt, for real. Ich sag euch ganz ehrlich, ich weiß, das klingt komplett krank. Ich möchte das aber unbedingt nochmal schaffen. Wir müssen das nochmal. Ich verstehe das voll. Wir müssen das nochmal probieren. Also, ich weiß, dass es krank ist. Aber glaubst du nicht, dass wir nochmal mit besserer Planung, wir wissen alle, wie das funktioniert, 24 Stunden wirklich als Ziel, dass wir das nochmal. So sehr, ich würde es nochmal machen. Ich glaube, ich werde doch dabei. Same. Aber nicht zu 9. Ich wäre doch mal dabei. Ich würde dann direkt zu 10, oder? Wir machen zu 10. Wir kriegen das zu 10 hin. Zu 10 mit besserer Planung. Wir wissen jetzt auch das mit den Spitzhacken besser. Wir wissen direkt mit Mending. Wir wissen, wie wir im Nether. Also, wir sind ja auch jetzt best. Also, jeder weiß, wie man Ancient Debris farmen muss. Ich will jetzt nicht der Eli sein würde, der Wirt sein, der jetzt hier. Nein, das ist jetzt richtig. Ich bin nicht der Wirt! Das ist vollkommen richtig und vor allem, wir geben nicht mal wirklich auf, sondern ich möchte das auf jeden Fall nochmal probieren.